Ja, moin moin Leute. Ja, wie man unschwer erkennen kann, will ich los mit Thorsten und Robby. Ganz spontan wollen wir an die Träne. Und ich habe ja auch nicht viel mit, wie ihr sehen könnt. Ne? Also zwei Routen, meine Spinnfischtasche und Rucksack halt, bis was zu trinken und Kleinkram und so. Ja, ich warte jetzt noch auf die Jungs. Und ja, wir wollen an die Träne, wie gesagt. Mal gucken, was da geht. Zurzeit ist es noch bewölkt, aber das wird gleich aufreißen alles und dann wird das, glaube ich, brütend heiß. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auf ein paar Wolken, damit das nicht ganz so heiß ist. Ja, ich will gezielt eigentlich auf Hecht. Ich denke mal Meerforelle und so oder Bachforelle. Ja, weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Aber ich wollte eigentlich eher gezielt auf Hecht gehen und vielleicht dann auf etwas größere Barsche. Also ich werde keine kleinen Köder benutzen, sondern eher was Größeres. Dann will ich versuchen, Topwater oder ein bisschen wobbeln. Ja, mal gucken, was da geht. Und ja, ich denke mal, ich melde mich entweder aus dem Auto oder wenn wir am Wasser sind. Okay, bis dann. So, da sind die Jungs. Hallo. Moin, moin. Hi, hi. Hi, hi. Ja. Ja, wir sind jetzt hier an der Träne. Darunter geht das. Da machen wir eine Strecke. Und ich gebe die Kamera jetzt mal ab. Filmst du meinen leckeren Bauch? Ja. Ja. Ja, hier kann man nichts anderes filmen. Entschuldigung. Ich weiß, ich muss abnehmen. Ja, aber wir finden hier. Oder größer werden. Dann passt es wieder mit dem Gewicht. Arschloch! So. Stall. Fischen wir hier ein bisschen an der Straße. So, mal rüber hier. Und einmal hier rüber. Oh, das war wieder so tief, ne? Stacheldraht am Sack. Geschafft. So. Ein bisschen aufpassen. Steiler Abhang. 800 Meter. So, und hier werde ich jetzt ein paar Würfe machen. Ja, ich habe Chatterbait drauf. Mal gucken. Chatterbait weiß.
Top wurde. Frosch oder sowas. Hallo. Hallo. Achso, die übers Wasser hüpft. Ja, auf der Wasseroberfläche, ne? Den muss ich noch mal ran. Deutsch. Da ist er doch. Nochmal den. Die sehen ja komisch aus. Den drüben. Ja, ich habe verschiedene. Ich habe hier mit Dinges. Ich habe eine Ente. Nicht mal verloren? Ja, die sind nicht so teuer, die hole ich mir immer mal wieder. So. Aber mit solchen Ködern brauche ich, ja, okay, das, die könnte ich noch mal probieren, aber die dicken Dinge oder ein Jerkbait hier ist hier, ja, der vielleicht noch, vielleicht geht da auch noch ein Barsch drauf. Mal gucken. Aber solche Dinger verlierst du halt öfters mal, weil du halt ziemlich nah am Kraut immer ran wärst. Weil da stehen die Fische. Ja. Haben mehr Haken, ne? Ein schwangerer Mann. Ich weiß. Aber heute geht das alles. Ich muss so das hier abschließen. Ah, beim letzten Mal hast du aus der Ferne gar nicht raufgepasst. Hast du abgenommen. Ja, ist so. Weiß nicht. Das sagen meine Eltern auch immer zu mir. Ich bin schon frech geboren. Ja, ja.
und es geht weiter. Wir laufen Richtung Kurve, genau. Endspurt. Es ist nämlich arschkalt. Und Kai hat immer noch nichts gefangen, aber es sieht gut aus, was er macht. Ja. Ja, habe ich gerade eben gesehen. Aber hier siehst du ja auch die Ströme im Wasser. Das ist natürlich hier. Die mache ich mir nicht auf. Bevor jetzt der Hecht. Ja, da warten wir doch gerade drauf, oder? Ist ja auch richtig so. Das war's schon. Wir haben jetzt hier ein, zwei Stündchen geangelt. Sollte auch ein kurzer Trip werden. Aber der Wind ist so heftig hier, dass wenn ich... Der kommt praktisch aus der Fließrichtung. Da. Und pustet hier längs. Und die Strömung auch. Und wenn ich jetzt nach da werfe, genauso wie es eigentlich sein sollte, in diese Richtung, dann muss ich so schnell einkurbeln und die Strömung ist noch dazu schnell, dass der Köder so einen schnellen Lauf hat, dass er eh kein Fisch beißen würde. Und da vorne sind halt Leute auf dem so Stand-Up-Paddler und die fahren hier hin und her und ja, da sind die ganzen Fische gespookt. Brauchen wir gar nicht weiter angeln hier. Aber es war trotzdem eine schöne, oder Robby? Kalt. Ja, du musst noch auf Toilette? Ja. Ich muss auch noch mal richtig. Thorsten, war gut? Ja, ein bisschen wenig hier. Ja. Sollte ja eigentlich auch wärmer werden. Ja, genau. Aber nee, ist schon okay. War ja eigentlich geplant. Ne? So ein bisschen losfahren, ein bisschen ans Wasser. Ja. Gestern Abend rumgeweint, weil er nicht angeln fahren kann. Blödsinn. Ich kann jeden Tag, wenn ich will. Aber es ist echt unangenehm für den Sommer. Ja, also die Kälte jetzt. Gestern war richtig heiß hier. Und das ist jetzt bestimmt 10, 15 Grad. Ja, 15 vielleicht nicht, aber 10 Grad bestimmt kälter. Ja, locker. Naja, Leute. Ja, würde ich sagen. Ne, kommentieren, abonnieren. Ihr kennt die Geschichte. So. Dann würde ich sagen, Robby, tschüss. Genau. Donated Kai. Bis zum nächsten Mal. Genau, donated mich. Ich brauche eine neue Kamera. Leute, haut rein. Peace.